Ich bin hier unterwegs an der HBK. Hier habe ich auch mal studiert, aber zum diesjährigen Rundgang an der Hochschule für Bildende Künste habe ich eine richtige Insiderin gefragt. Also, gehen wir mal los. Ich bin Mariam. Und wir sind hier in der Klasse von Candy Sprites. Das ist hier der Raum oder einer der drei Räume der Klasse, in dem auch meine Arbeiten ausgestellt sind. Fotografie, Video, Soundinstallationen, die alle sich so ein bisschen um das Thema Erwartungen an Künstler oder Erwartungen an Menschen generell drehen, Erwartungen an mich persönlich und wie man damit umgeht, wie man dem gerecht wird. Kurz vorm Rundgang ist der totale Stress. Wochen vorher eigentlich schon, alle spüren das, alle wissen das, es geht auf den Rundgang zu und die Arbeiten müssen fertig gemacht werden und dann muss man planen, wie man eine Gruppenausstellung zustande kriegt, häufig mit wenig Raum. Grundsätzlich gucke ich mir gerne Klasse Schnitt an, Klasse Eisfeld, Klasse Ella, Klasse Brintrup, so die Klassen, die sich auch ein bisschen mehr mit Video und Film und Installation, Sound und so weiter beschäftigen. Genau, das wären so im Moment meine Tipps. Ich hoffe, dass ganz viele Besucher zahlreich erscheinen und sich so viel wie möglich angucken. Es gibt verschiedene Führungen. Man kann natürlich auf eigene Faust gucken. Blumenstraße ist natürlich auch so ein Klassikerort fast schon, wo vor allem auch viele von den Partys natürlich stattfinden. Es gibt tausende von Events. Ja, viel Spaß! Mhm.